Schönen guten Tag, mein Name ist Horst Huber, Geschäftsführer von Merck 2 und heute spreche ich über, was haben wir hier? Ah, ein B2B-Katalog und ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Macht nichts. Ich kann auch über einen B2B-Katalog reden, ohne ihn zu kennen. Nehmen wir mal an, das ist ein 1000-seitiger Katalog. Dann weiß ich einerseits, dass mit 200 Seiten 80% des Umsatzes gemacht wird. Das ist ein Pareto-Prinzip, ABC-Analyse, eine statistische Regel. Also mit 20% der Seiten, also 200 Seiten, machen wir 80% des Umsatzes. Wenn es kein Fashion-Katalog ist, kein saisonaler Katalog, weiß ich auch, dass 5-10% der Seiten innovative Neuheiten beinhalten. Bedeutet also bei 1000 Seiten 100 Seiten Neuheiten. So, und jetzt sage ich, wir nehmen die 200 Seiten, die 80% des Umsatzes macht, wir nehmen die 100 Seiten Neuheiten, erweitern diese, sprechen mehr über Neuigkeiten, über die Innovation, verdoppeln wir die Seitenanzahl für Neuigkeiten, wären wir bei 200 Seiten und dann schreiben wir noch 100 Seiten über redaktionelle Seiten, wo wir über die Trends der Produkte sprechen, was neu ist, was Innovationen sind. Dann haben wir statt eines 1000-seitigen Kataloges einen 500-seitigen Kataloges, der also nur noch die Hälfte kostet, mit einer viel, viel besseren User Experience und der Möglichkeit, dass der Katalog viel länger beim Kunden steht als der klassische B2B-Katalog. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Horst Huber, Geschäftsführer von Merck 2.